Jo Leute, und damit ganz herzlich willkommen zu einem, Pokémon Let's Play Projekt. Das Ganze ist von Herr Daro entwickelt worden. Er hatte mir gesagt, das ist eine ungefähr vierstündige Pre-Alpha-Version, steht ja auch hier unten links, Pre-Alpha 0,2. Er meint, das Ganze sei auf Englisch, das sollte absolut kein Problem sein für mich, Englisch-Spezialisten. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, was er uns da gezaubert hat, ob das sich lohnt auf jeden Fall. Und ich werde auch dann nochmal nach Absprache mit ihm den Download-Link, falls er das halt erlaubt, in die Kommentare, in die Videobeschreibung packen. Und ja, würde sagen, dementsprechend auf ins Abenteuer, ne? New Game. Und jetzt kommt... Ach, es ist Deutsch. Er meinte nämlich, es sei Englisch. Okay. Hallo, willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Elm. Diesmal kein Name eines Baumes, aber alles klar. Ich bin bekannt für meine Forschung im Bereich der Pokémon. Auch in der Ragnar-Region gibt es viele verschiedene Pokémon. Ragnar, ist das vielleicht die Wikinger-Region mit Ragnar Lodbrok? Ich weiß es nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber das erinnert mich gerade daran. Und auch mit dem Glurak, das könnte man ja so darauf interpretieren. Sie leben seit Seite an Seite mit den Menschen als Freunde, aber auch als Kampfgefährten. Wir wissen viel über die Pokémon, aber bei weitem noch nicht alles. Es gibt noch viele Rätsel zu lösen, noch so viele Geheimnisse. Aber genug von mir. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich muss auf jeden Fall sagen, diese Anfangssequenz ist natürlich... Ich weiß nicht, ob du die selber gemacht hast. Wenn du die selber gemacht hast, finde ich auf jeden Fall sehr... ich will jetzt nicht sagen gut, aber finde ich halt auf jeden Fall ansprechend. Dich, sonst ist immer willkommen in der Welt der Pokémon, bla bla, immer das gleiche Gelaber. Und dann ist ja meistens immer Meryl oder Azubel oder irgendwie sowas. Und jetzt ist es halt mal ein bisschen anders. Das finde ich ganz cool. Und junge Mädchen, wir sind ein Junge. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, wir sind, Quarty. So, du bist also Quarty. Oh Quarty, bist du bereit für deine Reise durch die Welt der Pokémon? Oder war ich mich gerade verlesen, oder war das gerade grammatikalisch falsch? Eine Welt voller Abenteuer und Spaß. Aber pass auf, Gefahren können an jeder Ecke lauern. Boah, es sieht ja aus wie Son Goku hier, Alter. Was ist das hier? Kann man das nicht ansprechen? Okay, nein. Das ist ja meistens immer irgendwie eine aktuelle Konsole. Was geht klassisch los? Mutter, Rokorti, Professor Elm hat dich gesucht. Sorry nochmal. Rokorti, Professor Elm hat dich gesucht. Geh doch mal in sein Labor. Aber bevor du gehst, habe ich dir noch eine Kleinigkeit gekauft. Rokorti hat... Also Rokorti hat die Laufschuhe. Ja, super. Und den Poke-Gear. Wenn du Shift drückst, kannst du mit den Laufschuhen rennen. Der Poke-Gear beinhaltet nützliche Funktionen wie die Karte. Wahrscheinlich ist das der Pokédex. Ich muss mal gucken, wie ich die Pokémon... die Turbo-Treter heißen sie ja meistens. Oh, in Brisenau. Und es ist dunkel. Okay, das ist X, also B, also Select, dann ist nur die Frage, Option, wahrscheinlich steht das hier nicht, ne, ne. Okay, muss ich mal gucken, wie ich hier sprinten kann, aber das ist mir egal, das können wir vielleicht irgendwie in einer anderen Folge rausbekommen oder so. Wir müssen zu Professor Elm, was ist das denn hier? Hier ist die Pokémon-Pong. Hier ist die Pokémon-Pension. Meine Frau ist allerdings zurzeit im Urlaub. Ja, wenn die Frau nicht im Haus ist, dann läuft gar nichts. Das kennt man ja. Das kommt wahrscheinlich später, nehme ich an. So. Meine Mutter kümmert sich seit Jahren um die Pokémon-Pension. Achso, das ist in Ragnar City. Das ist also die Frau, die Tochter von ihm hier. Hier ist ein Mobi. Ich werde jetzt mal alles angucken. Das Spiel. Ich werde das mal testen, so wirklich so auf Details. Hier ist ein Anton. Anton! Oh, Trank. Achso, genau, wahrscheinlich meinte er das. Die Schrift ist ja auf Deutsch, der selber geschrieben, nehme ich an. Aber er meinte wahrscheinlich diese Sachen wie: Du hast das und das gefunden oder XY setzt das. Oh, das ist das Pokécenter. Wenn man es weiß, alles klar. Ich würde es vielleicht irgendwie, wenn das möglich ist, nochmal. Ja, wobei Lasso ist egal. So, das könnte jetzt das. Ja. Oh. Ah, Rokorti, deine Mutter muss dich schicken. Ich brauche dich für einen wichtigen Botengang. Kannst du für mich ein Paket im Bootshaus
Althafen abholen. Es müsste heute mit dem Frachter gekommen sein. Ich würde es ja selbst holen, aber ich habe so viel Arbeit um die Ohren. Kannst du sagen, wenn du keine Lust hast. Althafen liegt westlich von hier. Du kannst es gar nicht verfehlen. Ich will mir erstmal ein Pokémon schnappen hier. Bin gespannt, was er da für Pokémon... reingemacht hat. Also, welche man sich da auswählen kann. Oh, das ist geil. Hier die Tauboga oder Taubsies, die gerade hier rüber geflogen sind. Das war natürlich geil. Tipps für den Trainer. Ja, okay, das ist... Das ist geil. Das ist richtig geil. Das... Props, ich weiß nicht, ob das vom Spiel so vorgegeben ist, wie gesagt, oder ob du das irgendwie selber da reingemacht hast. Ich feiere das. So Animationen innerhalb des Spiels, so geil. Da auf jeden Fall geil. So, mit der kann ich mit noch nicht kämpfen. Dieser Ort ist so idyllisch. Ich liebe es, mit dem Pokémon herzukommen. Und das ist ein Chanera. Ich hab's schon. Ah, Ewigkeit nicht mehr Pokémon gespielt. So, jetzt sind wir in Althafen. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe nicht genau aufgepasst, was der Professor uns geraten hat, wo das Paket sei. Aber hier ist ein Boot. Damit können wir wahrscheinlich auch später erst fahren. Und hier ist der Leuchtturm. Der ist noch nicht animiert. Alles klar. Oder ist animiert? Der ist noch nicht fertig. Ja, er ist ganz schön eilig hier, wa? Marktschreier. Was ist denn nur los? Die Fracht mit der Ware sollte doch schon lange da sein. Okay, wahrscheinlich ist das unsere erste Mission. Die Fracht ist nicht da. Finde ich übrigens ganz cool. Bin gespannt, ob der Marktschreier nachher noch das gleiche sagt, wenn wir die Mission erledigt haben, beziehungsweise die Ware angekommen ist. Ah, du musst Rokor. Moar, du musst Rokotti sein. Du willst bestimmt das Paket für Professor Elmer holen. Nun, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber nun ja, der Frachter ist verschwunden. Auch das Bootshaus in Soltingen ist nicht erreichbar. Dort sollte der Frachter eigentlich ablegen. Es tut mir wirklich leid, aber du musst Professor Elmer wohl sagen, dass sein Paket noch nicht angekommen ist. Auch hier, ich bin ja so ein Grammatik-Nazi, guck mal das, schön. Ach, sorry. So, wir müssen also wieder schon zum Professor. Ey, verpiss dich mal hier. Hier ist das Pokémon Center nämlich richtig. Weiß nicht, ob das jetzt nur da in der einen Stadt so ist oder generell immer. Wenn es nur diese eine Stadt am Anfang ist, ist es auch ziemlich cool, weil es dann dieses Pokémon am Anfang ist. Dann habe ich am Anfang nichts gesagt. Ich wollte eigentlich in die Berge. Ja, du, ich will auch so vieles. Ich will nämlich eine Kappe haben, so viel am Kopf aussehe. Wir machen auch noch mal mehr. Das ist ja nicht Ehekrise, die beiden lassen wir lieber alleine. Und hier, was hat der am Kopf? Ist das... Was hat denn der da am Kopf? Das sehe ich ja jetzt erst, Alter. Das sehe ich hier in der Aufnahme rechts ein bisschen größer noch. Was ist denn das? Das sieht aus wie so eine Kappe, was die Leute beim McDonald's immer auffahren. Weißt du, so eine Kappe, wo oben die Haare rausgucken. So ein richtig hässlicher. Hier ist... Die Meerluft tut es so gut. Früher haben wir in einer großen Stadt in einer weit, weit entfernten Galaxis gelebt. Vielleicht sagt der Name... Coruscant etwas. Nee, Prismania City sagt... Warte mal, doch, Prismania City, ist das nicht aus dem normalen Pokémon? Ich kann diese Blumen nicht kaputt machen. Ich meine, das ist aus dem normalen Pokémon. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Warum wollen die alle wandern gehen, Alter? Wir sind jetzt schließlich am Hafen, die erzählen mal einen vom Wandern. Hier kann ich durchgehen, da oben nicht. Okay. Die blauen Blumen sind also etwas kräftiger als die rosanen. Ich check das jetzt extra. Okay, man kann überall... außer bei den blauen. Okay, da müssen wir uns merken. Die blauen Blumen sind nicht überschreitbar. Kannst du auch so schön als Grenze nehmen. Das wird jetzt nochmal schön zum Professor. Er meinte ja 4 Stunden Spielzeit schon. Bin gespannt. War das nicht vielleicht ein bisschen früher? Hallo Corti, Captain Carp hat mich bereits angerufen. Das ist alles sehr seltsam. Wie, du willst der Sache auf die Spur gehen? Ich werde dich aber sicher nicht alleine gehen lassen. Auf dem Tisch liegen 3 seltene Pokémon. Ich werde dir eins davon als Begleitung mitgeben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bisasam. Okay.
Also die ursprünglichen und dann fällt meine Wahl auch durch auf Shiggy. Nein. Okay, doch, ich nenne ihn Aaron. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch einen. Sorry, dass ich gerade nicht gelesen habe. Er kann dich bestimmt nach Soltingen übersetzen, wo der Frachter ablegen sollte. Okay. Ach, bevor ich es vergesse, nimm doch einen Pokédex mit. Dieser registriert wilde Pokémon, die du unterwegs siehst. So, jetzt haben wir den Pokédex an. Was ich sagen wollte, wenn ihr irgendwie in dem Spiel den Namen, das Pokémon-Namen von euch tragen sollt, dann sagt mir jetzt einfach Bescheid. Dann kriegen wir das vorhin, dass ich euch nach dem Pokémon nenne. Und wir sollen jetzt auf jeden Fall hier zurückgehen und nochmal mit Captain Carp sprechen. Captain Carpador. Captain Carp, das ist so ein alter Seebär, der hat schon alles mitgemacht. Das ist so ein alter Weiser, der, wenn es das Spiel möglich machen würde, einen chilligen Bart trägt. Hier ist ein Fehler. Hier laufe ich nämlich überhalb des Baumes. Ich will auf keinen Fall kritisch sein. Und hier kann ich hier durch die blaue Blumen laufen. Aber also jetzt bloß nicht als Kritik. Ich finde das Spiel super. Es macht aktuell noch super Spaß. Ich weiß nicht, wie es nachher noch wird. Aber es macht aktuell sehr Spaß. Das sind nur so kleine Sachen, die dir vielleicht, wo du denkst, fuck, übersehen. Deswegen achte ich da gerade ein bisschen kritisch drauf. Also jetzt nochmal speziell an dich. Super Spiel auf jeden Fall. Nur ich weiß jetzt nicht, mit den blauen Blumen da vielleicht und diesen einen Baum. Aber ansonsten, top. Ja, das ist Meckern auf höchstem Niveau, auf keinen Fall Kritik. Soll nur vielleicht für dich sein, wenn du das spielst, wenn du so ein Perfektionist bist, dann vielleicht nochmal rausnehmen, die kleinen Bugs. Ich kann dich nach Solingen fahren, wenn du willst. Soll ich dich nach Solingen bringen? Ja. Ach, wir sind schon da. Keine Ladezeiten, sehr geil. Oh, was ist das für einer? Wie bist du, Knirpsin, hierher gekommen? Wir hatten noch den ganzen Hafen abgesperrt. Wer wir sind. Ich bin Cedric, mein Zeichenforscher von Team Chrono. Ah, so hieß doch auch die Pokémon-Edition. Bald den Namen im Kopf, denn bald sind wir die mächtigste Organisation in der Ragnar. Unser Plan steht kurz vor der Vollendung. Da willst du Bengel, nicht doch. Bengel! Bengel, hör mal! Nicht einmischen. Nein! Doch! Oh. Doch! Sag danach aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Aber wenn du in ein fremdes Territorium eindringst, musst du mit den Konsequenzen leben. Das klingt, als ob einer random auf dem Klavier rumdonnert. Okay, das Rettern ist Level 3. Fight! Tackle! Los, Aaron! Gut, das sollten wir nicht hinbekommen. Fight! Tackle! Oh ja! Wie so die Chinesen. Fight! Tackle! Fight, Tackle. So, als nächstes kommen. Oh, Level. Ah, nee, noch nicht. Zubat, okay. Da würde ich sagen auch Fight, Tackle. Weil andere Sachen können wir nicht einsetzen. Und nochmal. Sollte eigentlich machbar sein. Ich könnte mir denken, dass dieser Cedric, der, ich sag mal, Anführer von Team Corona ist und den machen wir jetzt direkt fertig. Ne? Nein, der wird wahrscheinlich später nochmal übel eskalieren. Ja, ich bin gespannt. Und ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht. Weil die mir gerade ziemlich auf den Piss geht mit seinem. Okay, jetzt. So, einmal noch. Ja, schön, das haben wir gewonnen. Das wäre noch schlimmer, wenn wir es jetzt verloren hätten, Alter. So, Level 6, jawohl. Oh, fast Level 7. Ich habe mich immer gefragt, ob er einen Lutscher in der Hand hat. Alter, das war ja auch die gleiche Sprite, ich glaube, Sprite, glaube ich, vom GBA. Pokémon Feuerrot und so.
Du hast mich wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Verdammt, das wird unseren Plan leicht verzögern. Männer, Abmarsch! Wir haben genug zu tun. Wir können noch mehr Zeit verdrödeln. Und du? Hältst in Zukunft bist du deine Nase aus fremder Menschen Angelegenheiten. Ach, der Stein, ich hab die gar nicht gesehen. Die sah aus wie so eine Mauer. So, ah, da ist er! Der Seebär mit dem Bart. Jawohl, auf den habe ich gewartet. So, sind sie weg? Hast du sie vertrieben? Mein Name ist Behap. Captain Behap oder Behap? Ich glaube Behap. Hast du diese Kerle vertrieben? Sie nennen sich Team Krone und das hatten auf etwas im Lagerraum meines Schiffes abgesehen. Um was sich handelt und was ihr Ziel ist, kann ich dann nicht sagen. Um den Lagerraum zu betreten, braucht man ein Passwort. Ich habe sie natürlich nicht verraten, was wohl passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Du sollst das Paket von Professor abholen, nur dafür, dass du nicht das Päckchen geben. Triff mich am Pokémon Center, ich bringe es dir. Warum gibt es es mir nicht einfach jetzt? Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Was ist das hier für eine? Ah, er hat einfach den Anschluss verpasst. Wo schaust du so? In dem Lastwagen ist nichts mehr. Ich würde sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich will mal versuchen zu speichern. Ich hoffe, das geht. Oh Gott, die Save zu geben. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen, Leute. Ciao, bis dahin.